Wer hier sein Geld verdient, der hat doch eigentlich einen wunderschönen Arbeitsplatz. Ein Problem nur für den Job eines Fischers: die Elbe ist längst nicht mehr so tief wie früher. Weniger Regen ist eine Ursache. Die Hitze, wie gerade heute wieder, eine weitere. Das Einzige, was beständig ist, die Pegelstände sinken. Und so sorgt der Klimawandel dafür, dass die Flussfischer ihren Beruf wohl bald gar nicht mehr ausüben können, weil es immer weniger zu fischen gibt. Andreas Franz war mittendrin im nun weniger mächtigen Strom bei Zerbst, zusammen mit einem der letzten Elbfischer in Sachsen-Anhalt. Früh am Morgen an der Elbe. Frank Herrmann hat alles vorbereitet. Heute geht es raus mit seiner Nussschale. Sein größeres Boot bekommt er nicht mehr ins Wasser. Der Pegel ist inzwischen zu niedrig, aktuell um die 70 Zentimeter weiter fallend. Trockenheit und Hitze erschweren dem Elbfischer die Arbeit. Bei geringer Wassertiefe zieht es die Fische von den flachen Rändern in die schnelle Strommitte. Irgendwie muss man einen Bereich erwischen, wo sie sich aufhalten. Und umso mehr die in Strömungsbereichen stehen, die eben stark durchströmt sind, umso schwieriger wird das. Und das ist dann die Frage Aufwand und Nutzen. Oder hat man überhaupt die geeigneten Mittel, Methoden, irgendwie in der Strömung den Fisch wegzufangen? Wir machen ja hier eigentlich, oder ich mache ja eigentlich, eine Fischerei ja am meisten in den beruhigten Bezirken, eben in Buhn. Und da wollen wir heute unser Glück versuchen. Es ist wenig Platz im Boot. Ich werde ganz schnell zum Fischereigehilfen. Genau, und einfach loslassen. Das geht von alleine. Ob hier die Fische unterwegs sind? Zwischen den Steindämmen, den Buhnen, wird das Netz gespannt. Ist es in Stellung, sollen ungewohnte Geräusche die Fische ins Netz treiben. Was fängt der hier am meisten? Also hauptsächlich sind das Bleie oder Brassen, wie man auch sagt. Und dann hoffe ich eben auf Welse, Karpfen. Hat aber auch schon einen Sander hier oder einen großen Barsch. Denn Edelfisch bringt Geld. Und was geht uns heute ins Netz? Drei Bleie, kein Edelfisch. Der Blei war früher ein begehrter Speisefisch. Wegen der vielen Gräten ist er nicht mehr so beliebt. Vor 100 Jahren gab es hier so viel Fisch, da reichten dem Fischer 2 bis 3 Flusskilometer, um über die Runden zu kommen. Heute sind selbst 20 Kilometer Elbe zu wenig. Naja, es war schon mal mehr. Das Elbfischen will er trotzdem nicht aufgeben. Allein davon leben kann er nicht. Seine Haupteinnahmequelle ist diese ehemalige volkseigene Fischzuchtanlage. Nach schwierigen Anfangsjahren hat er inzwischen 10 Angestellte, darunter 3 Fischereimeister. Heiße Sommertage machen ihn aber auch hier zu schaffen. Forellen brauchen 14 Grad kaltes Flusswasser und sie brauchen viel davon. Wenn der Fluss hier trocken fallen würde, dann sieht es sowieso ganz schlecht aus. Also den brauchen Sie, oder? Ja, na klar, den Fluss brauche ich. Also das Wasser brauche ich. Es konnte ja keiner so weit jetzt. Also das Szenario will ich mir auch gar nicht vorstellen. Ja. Und wenn es passieren sollte, dann wird es ja hoffentlich nicht von heute auf morgen passieren. Dann müssen wir uns darauf einstellen. Und das tun Sie bereits. Seit ein paar Jahren läuft hier ein Pilotprojekt. Die Anlage wird gerade gewartet. Dank innovativer Technik werden für die Fischzucht hier nur 3 Kubikmeter Wasser in der Stunde benötigt, statt den 1000 Kubikmetern in den anderen Becken. Das könnte die Zukunft sein. Das Herz von Frank Herrmann hängt aber an der Fischerei draußen auf der Elbe. Ist das ein Job, den Sie eintauschen würden? Nein, den würde ich nicht eintauschen. Warum nicht? Ja, nun, schauen Sie doch.